Anfang April im nordrhein-westfälischen Herford. Was Dennis Marx und drei anderen Bürgern passiert, ist ziemlicher Corona-Irrsinn. Die vier begegnen sich zufällig im Stadtpark und dafür kassieren alle ein Knöllchen. Pro Person satte 230 Euro. Ich bin mir definitiv bis heute hin keine Schuld bewusst, was falsch gemacht zu haben. Dennis Marx ist mit seinem Welpen Sammy im Herforder Ahrwiesenpark unterwegs. Zufällig trifft er Linda Möller mit ihrem Hund. Wenig später sehen sie zwei Bekannte, man spricht kurz. Alle vier halten natürlich die vorgeschriebenen Abstände zueinander ein. Wie aus dem Nichts tritt das Ordnungsamt auf den Plan. Für die Herren vom Amt ist das keine zufällige Begegnung im Park, sondern eine illegale Ansammlung nach § 12 der Corona-Schutzverordnung. Für die Betroffenen ein Schock. Unmachtsgefühl. Man hat auf einmal das Gefühl, wie ein Schwerverbrecher da behandelt zu werden, obwohl man sich nur einmal kurz unterhalten hat. Nach dem Bericht im Länderspiegel melden sich weitere Herforder bei uns, die sich auch zu Unrecht bestraft fühlen. Jetzt rudert die Stadt zurück und ändert ihre Politik in Sachen Corona-Knöllchen komplett. Wir hier vom Ordnungsamt schauen uns jeden Tag natürlich genau an, was darf der Bürger. Dass der Bürger aber nicht eins zu eins das nachvollzieht, was darf ich heute, was darf ich morgen, hat uns dazu veranlasst zu sagen, wir gehen jetzt wieder mehr auf Information. Und so sind die Mitarbeiter auch angewiesen worden, sie sollen die Bürger informieren, was darfst du nicht. Und nur im äußersten Notfall greifen sie dann hart durch und würden Bußgelder verhängen. Trotz dieser Einsicht will das Ordnungsamt die Bußgelder gegen Dennis Marx und seine Bekannten nicht zurücknehmen. Ich fühle mich verarscht und kann das alles gar nicht glauben, was hier passiert. Um die Existenz ging es in Wuppertal im Fall von Alexander Grünke. Seine Firma produziert diese Aufsteller als Spuckschutz. Doch vor einigen Wochen kommt Post. Ein Rechtsanwalt aus Österreich verbietet Alexander Grünke, seinen Spuckschutz Spuckschutz zu nennen und fordert 16.250 Euro. Der Grund? Eine österreichische Firma hat sich den Begriff Spuckschutz beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum, EUPO, als Marke eintragen lassen. Unglaublich. Wer das Wort gewerblich verwendet, braucht plötzlich eine Genehmigung. Das wäre genauso, als würde ich mir die Kaffeemaschine schützen lassen und alle, die eine Kaffeemaschine vertreibe, verklagen. Das kann doch nicht sein. Der Länderspiegel-Beitrag ruft den Europaabgeordneten Moritz Körner auf den Plan. Na, ich habe das bei Ihnen in der Sendung gesehen und habe mir gedacht, das ist wirklich ein Hammer und das kann ja an der Stelle nicht sein. Und die EUPO hat Ihnen nicht geantwortet, aber ich habe mir gedacht, mir als Europaabgeordneten werden Sie antworten, dann werden Sie sich mit der Sache beschäftigen und deswegen habe ich da entsprechend direkt einen Brief hingeschickt. Die Antwort vom EU-Amt für geistiges Eigentum kommt postwendend und ist eindeutig. Der Inhaber der Marke Spuckschutz verfügt somit über kein bedingungsloses Recht, anderen Unternehmen die Benutzung dieses Begriffs zur Beschreibung ihrer Waren zu verbieten. Eine wichtige Nachricht für Alexander Grünke, der Familienunternehmer, ist erleichtert. Wir fühlen uns auf jeden Fall im Recht und bestätigt. Wir benutzen den Begriff natürlich auch weiterhin, den Begriff Spuckschutz beschreiben für unsere Produkte. Alexander Grünke darf den Begriff also verwenden und Spuckschutz darf in Europa auch weiterhin Spuckschutz genannt werden.